Das schöne Wetter lässt auch am Zwickauer Schwanenteich die Aktivitäten für die Sommersaison aufleben. So konnten die Spaziergänger die Vorbereitungen an der Bootsstation beobachten und beim Weitergehen erleben, wie die große Fontäne an ihren Platz gebracht wurde. Das sichtbarste Zeichen dafür ist der Kran, der die am Ufer zusammengesetzte Konstruktion ins Wasser gehoben hat. Die eigentliche Arbeit für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung beginnt aber erst danach, denn hineingehoben ist die gesamte Anlage schnell, doch sie muss ja auch noch an ihren Platz und dann noch angeschlossen und getestet werden. Da heißt es dann im übertragenen Sinne, eine Bootsfahrt, die ist lustig. Denn genau so, mittels Booten, wird das Rondell mit den Pumpen und den Wasserdüsen an seinen Platz bugsiert. Und auch wenn dabei ganz umweltfreundlich ein Elektromotor Kraft spendet, am Ende ist es reine Handarbeit. Eigentlich eine unspektakuläre Arbeit, gemessen an dem, was Besucher während des Betriebes zu sehen bekommen. Bei schönem Wetter soll die Fontäne bereits zur Eröffnung der Bootssaison am 20. April zu sehen sein.